So, ich habe mich jetzt einfach mal hingesetzt, mal geguckt, ob mir vielleicht das einfällt. Also, ich werde gucken, ob mir was einfällt. Ich habe mich jetzt erstmal entschieden, ein Stück in F-Dur zu schreiben. Und der nächste Einfall, der mir kam, war jetzt ein H3 halbe Takt. Hätte 10 Minuten später ganz anders ausgesehen. Hängt wirklich von der Situation ab, wie man gerade denkt, wo man gerade ist. Jetzt wollen wir einfach mal schauen, ob irgendwas bei rumkommt. Fangen wir ruhig mit dem Grundton an, ansonsten werde ich aber nicht viel erzählen, sondern einfach vor mich hin arbeiten. Erzählen lenkt nur ab. Mann, was mache ich denn für eine Scheiße hier? Mensch.
6 hat aufgelöst.
So, soweit erstmal fertig. Jetzt kommt der Kontrolldurchgang. Wie nennen wir es? Titel. Titel sind immer so eine Sache. Verschiedene Ideen, Beschreibungen, Bilder. Es hat etwas mit Zeit zu tun. Der Ablauf der Zeit, Wiederholung, Routine. So hätte man das Stück noch vor 30 Jahren genannt. Irgendwie toll philosophisch. Interessiert mich nicht. Also machen wir es ein bisschen einfach. Zeitgemäß, auch nicht schlecht. End of time. Boom, fertig. Datum. Komponist. Text. Komponist. October 2020. So. Nächster Durchlauf. Jetzt können noch zahlreiche Veränderungen auftreten. Oder es bleibt so, wie es ist, oder ich passe Dinge an. Oder überarbeite Vorzeichen. Geschwindigkeit vielleicht noch. Das Ganze ist ohnehin auch noch nicht so laut. Ja, so schön Piano. Und beim Abspielen die linke Hand nicht so laut. Das machen wir die Pianissimo. War unsichtbar. Und Geschwindigkeit. An sich finde ich das Tempo schon ganz okay. Viertel 120. Jetzt schauen wir nachher mal. Halbe gleich 60. Oh, das war dann doch etwas zu schnell. 100. So. So apokalyptisch.
Mir gefällt die Wiederholung nicht so ganz. Dem BD. Ah. Ja, das hat schon was von einem Wiegenlied. Ups.
Das hier ist Pendant zu dem da. Thank you.
Thank you.
5 aber Punkt. F und 6 drüber. Das Ganze ist ein punktierter. So. Weg damit. Da dachte ich schon, ich bräuchte nichts mehr ändern. Nein. Es ist immer noch was da.
So, immer noch kein Durchgang ohne Änderung. Also zurück nach vorn. Gucken, ob es jetzt durchläuft, ohne dass ich noch Ideen habe.
Ich möchte den Bogen gerne haben. Nee, ups. Nämlich den Baum. So, keine Änderung. Gut. Abgeschlossen.